Hi, wir besuchen noch einmal unsere Lisas Recyclingsfabrik. Sie ist nun fertig eingerichtet und Mr. Burns hat sich angeboten, mit uns die Tour einmal zu machen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei den Simpsons. Und wir wollen uns nun die Lisas Recyclingsfabrik nochmal ein bisschen genauer angucken. Denn wir müssen ja überprüfen, ob die auch wirklich so umweltfreundlich ist, wie sie auch überall gelobt wird, ne? Wir kommen natürlich erstmal noch einmal zu sprechen, was sich draußen noch so ein bisschen verändert hat. Ihr seht, ich habe mir einen kleinen Gehweg schon ringsrum gebastelt. Ich habe mich so ein bisschen zur Folge natürlich sehr gerichtet, wie es draußen halt gestaltet ist. Bei der Spiel-App haben wir natürlich nicht so eine Vorgabe, was ringsrum so passiert ist. Ihr kennt ja den Anfang der Folge da, hat ja Mr. Burns jetzt bei der Recyclingsfabrik eine Ansprache hier vorne gehalten, auf seinem Podest hier. Meine lieben Nachbarn und, na, ihr kennt's ja, hat er die Ansprache gehalten und die ganzen Leute standen natürlich hier versammelt und waren gespannt drauf, was Mr. Burns natürlich zu sagen hat hier bei der Recyclingsfirma. Die standen auch wirklich auf einer Wiese, da war jetzt keine Asphaltfläche oder sonstiges davor, da war wirklich einfach nur eine Wiese. Ich frage mich eigentlich, wo haben sie das genau hingestellt, die Firma? Das wurde in der Folge nicht so ganz angedeutet, wo dies stehen könnte. Naja, jedenfalls sollte man sich davor dann einfach eine Wiese freilassen. Ringsrum der Fabrik kann man sich dann natürlich so einen kleinen Weg rumbasteln, der sich, sage ich mal, auf der Rückseite, auf der Strandseite, komplett runter einmal bis zum Strand, gekennzeichnet wurde. Ne? Also einfach so glatt, zack, am Strand so runtergeschnitten. Ihr seht, ich habe auch mir schon mein Netz ausgeworfen. Was das Netz genau ist, da komme ich dann, wenn wir uns innen drin befinden. Ansonsten gehe ich hier weiter. Und zwar gab es ein schönes Bild von der Rückseite in der Folge, wo man, wenn ich hier so ein bisschen stehe, sag ich mal, sah, dass der Weg so ein bisschen weiter in diese Richtung gegangen ist. Dann ist man da hinten so ein bisschen abgewogen mit dem Weg und dann waren da so ein paar Bäumchen. Und ich habe mir jetzt so gedacht, dazwischen ist eine fette Wiese. Was könnte man sich da denn so ein bisschen hinbasteln? Na, ein Parkplatz braucht, glaube ich, jedes riesige Objekt, ne, dass die Mitarbeiter da auch, sage ich mal, irgendwo ihr Auto abstellen können. Denn ich denke mal nicht, dass Mr. Burns und Lisa die Firma ganz alleine schmeißen. Das wäre, glaube ich, doch ein bisschen zu viel Aufwand. Besonders, ihr kennt Mr. Burns, der ist ja nicht gerade hier der Stärkste aus der Stadt, ne? Also ich glaube schon, dass der Hilfe hat. Ja, ansonsten wollen wir mal gerne die Tour machen, mal gucken. Wir gucken Mr. Burns mal ein bisschen auf die Finger, was er da so wirklich treibt. Ja, da sind wir schon einmal drin. Es gibt hier insgesamt zwei Etagen. Die erste ist eigentlich die, wo man sich eigentlich die ganze Zeit aufhält. Unten kommt man nicht hin. Da ist, sage ich mal, ja, unsere ganzen Maschinen und Gerätschaften, die, sag ich mal, das alles hier verarbeiten. Aber was verarbeitet man hier eigentlich? Gut, dass du mich fragst. Und zwar, wir gehen hier einfach mal ein bisschen weiter. Und zwar, ihr kennt doch bestimmt diese Plastikverpackungen, ne? Diese von Sixpacks und so, diese Ringe halt, ne? Die kennt ihr doch. Lisa hat uns erklärt in der Folge, dass diese Dinger ziemlich gefährlich sind, weil sich da drin Fische und andere Lebewesen verfangen können. Mr. Burns kam auf die tolle Idee, die Dinger natürlich zu sortieren, ne, vom ganzen Müll, die dann aufzustapeln und die dann, wenn man einmal zum Wasser rausguckt, aneinander zu kleben und die dann wie so ein riesiges Fischernetz einmal ins Meer hinauswirft. Mr. Burns hat dann auch extra so einen kleinen Hebel gehabt, wenn man den umlegt, dann wird dann das ganze Netz eingeholt und fischt dann das leere Meer. Es säubert das Meer, es recycelt das Meer, ist das nicht toll? Ja, ne? So eine richtige Recyclingfirma, wie man sie halt kennt, ne? Haben die Simpsons super gemacht. Ja, aber was passiert denn jetzt eigentlich, wenn man das Netz einholt? Wollen wir uns den Vorgang so ein bisschen angucken. Und zwar, das Netz wird eingeholt. Ich habe versucht, das Ganze doch ein bisschen logisch darzustellen. Einfach nur so das Netz sich hier hinzupacken, wäre natürlich doof. Von daher gibt es hier so ein paar Rädchen, die, sag ich mal, das Netz so ein bisschen aufwickeln, damit das halt auch ein bisschen, sag ich mal, hier hinten ankommt. Und denn alles, was sich im Netz befindet, wird dann hier hinten, sage ich mal, auf unsere Kettensägen dann abgelagert. Die machen das natürlich alles sehr schön klein. Wird dann hier nach oben geleitet, in unsere Tichte rein. Das Ganze geht dann hier natürlich in die Röhren rein. Und das wird dann hier weitergeleitet zu unserem fetten Tank. Vom Tank aus wird das Ganze dann befüllt in unsere Fässer. Die kommen dann, sage ich mal, hier auf dem Fließband dann hier einfach mal so rausgefahren. Ne, die sind natürlich im Top-Zustand, werden dann hier natürlich befüllt. Danach kommt dann noch ein Deckel drauf. Und wenn der Deckel drauf ist, dann sind hier bestimmt ein paar Mitarbeiter, die nehmen dann die Fässer, stellen sie sich dann hier so hin und irgendwann werden die dann abgeholt und verkauft. Wir hatten ja die letzte Woche ein Update gehabt. Seitdem kann man Gegenstandsrahmen auf dem Boden wie an die Decke platzieren. Da könnte man auch, sag ich mal, jetzt sich dann richtige Fässer nehmen und da dann, sag ich mal, mit einem Gegenstandsrahmen dann auch so ein bisschen darstellen, dass das denn ist, ne? Also
Weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach mal zwei hingemacht, aber irgendwie finde ich doch die Variation besser, sich mit einem Kessel das Ganze darzustellen. Wirkt doch ein bisschen besser. Und das ist dann natürlich jetzt hier unsere Recyclingfirma. Steht für Namen. Sie recycelt natürlich das Meer. Ne? Mr. Burns hat das auch gut beschrieben, wofür das Ganze gut ist, diese Paste. Ich lasse ihn mal einmal zu Wort kommen. Ich nenne unser Produkt Kleinlisas patentiertes Tierpüree. Ein proteinreiches Futter für Farmtiere, ein Abdichtmittel für Billighäuser, ein wirkungsvoller Sprengstoff und ein super Motorkühlmittel. Doch das Beste dabei ist, zu 100% hergestellt aus recycelten Tieren. Besser kann ich es gar nicht beschreiben, wofür das alles gut ist. Mr. Burns ist einfach so ein Verkaufsgenie, ne, oder ein Geschäftsmann von Welt, ne, also unschlagbar. Ich kam jetzt auch dazu noch, mir, sag ich mal, bei unseren Schornsteinen Rauch mir hinzumachen. Ich wollte erst Lagerfeuer nehmen, dachte ich mir, wäre doch ganz cool, aber Lagerfeuer haben immer die Eigenschaft, wenn man sich zu weit von denen entfernt, dann qualmen sie nicht mehr. Und das sieht natürlich dann auch doof aus vom Weiten. Da möchte ich schon, dass die ganze Zeit da natürlich auch die Schornsteine qualmen. Ist aber nicht gut für die Umwelt, aber sieht einfach doch ein bisschen besser aus, so ein bisschen belebter, ne? Obwohl ich sagen muss, Spinnnetze wirken doch nicht mehr ganz so gut als Rauch wie damals, fand ich. Oder finde ich jetzt. Ne? Naja, aber es sieht halt belebter aus, wenn der Schornstein qualmt. Dann habe ich jetzt natürlich hier meine Recyclingfirma fertig und ihr wisst ja, was dann immer passiert. Man fragt sich dann, was wird dann als nächstes gebaut? Genau weiß ich es nicht. Ich muss mal gucken. Ich habe eher mehr so die Befürchtung, dass ich wieder zu unserer Häuserecke gehe, wieder ein neues Wohnhaus bastel. Naja, muss ich mal gucken. Ansonsten müssen wir natürlich auch unsere Recyclingfirma noch an die Stadt anschließen. Die Straße, wie gesagt, ist nicht an der Stadt angeschlossen. Ist auch das einzige Gebäude jetzt in der Stadt, das nicht wirklich irgendwie eine Verbindung zur Stadt hat. Ne? Naja, vielleicht ist das zu grün, dass die Stadt sagt, nee, wollen wir nicht. Ne? Darum bauen wir es hier. Nein, wir wollen natürlich die irgendwann noch verbinden. Ich denke mir so hier unter unseren Simpson-Denkmal, dass ich da irgendwie noch ein paar Villen oder sowas mir hinbaste. Wurden ja schon oft mal welche vorgeschlagen. Dass sich das denn hier auch langsam mal entwickelt, dass hier auch was platziert wird. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit unserer Firma. Und dann wäre ich jetzt auch hier wieder am Ende des Videos, kann mich dann natürlich vor unserer Recycling-Firma, ne, dafür steht Mr. Burns mit seinem Namen, ne, dass die auch wirklich Recycling, also alles bio ist hier, ne? Oder umweltfreundlich ist ja nicht bio, umweltfreundlich ist, ne? Naja, ich stelle mich davor Safety hin und dann sage ich nur eins zu dir, wir hören uns dann bestimmt zur nächsten Folge wieder und dann haust du rein und tschüss.